am Boden. Die Erinnerung ist abgeschlossen. Ich werde wieder leben, in einem kalten Grab aufwachen und eine warme Umarmung finden. Damian, mein Geliebter, ich werde wieder leben. Und für dich, mein süßer Held, endet hier alles. Ich würde euch willkommen heißen, Drachenritter, wenn dies ein Ort wäre, an dem man sich willkommen fühlen könnte. Urteilt dennoch nicht allzu vorschnell, denn hier werdet ihr die Bedeutung der Ewigkeit erfahren. Arme Kreatur. Igerna ist eine weitere Seele zum Opfer gefallen und Damian, mein Sohn, ist stärker denn je. Ja, trotz allem nenne ich ihn so. Ohne Zweifel habt ihr schon die Wahrheit erraten. Ich bin Lucian, der Göttliche. Am Leben, auch wenn ich mir häufig wünschen würde, dass dem nicht so wäre, während ich mich hier in dieser Halbwelt aufhalte, in diesem Gefängnis ohne Zellen, das nur dazu gedacht ist, mich bei Bewusstsein zu halten und so die Pein der Erkenntnis spüren zu lassen. Als machtloser Zuschauer für die schrecklichen Taten des Verdammten. Dennoch schrie ich oft verzweifelt, ob einer Person, die unwissentlich Damians Pläne vorantrieb, indem sie die Anweisungen seiner dunklen Geliebten befolgte. Denn aus den Tiefen der Halle der Seelen heraus hatte diese Rivelo nach ihrem edlen Ritter in der schimmernden Rüstung durchforstet, der einerseits stark genug sein sollte, sie zu finden, andererseits aber auch ausreichend schwach, um kontrolliert werden zu können. Dann tratet ihr auf den Plan. Ein vorzüglicher Ritter, gesegnet mit der Kraft des Drachen, aber gestraft mit einem Geist, der nach einem unvollendeten Ritual brach lag. Es war Igerna, die euch hierher geführt hat, und nicht Talana. Sie hat sich als diese tapfere Frau ausgegeben, um euch eine Vision davon zu zeigen, was sich alles ereignen würde. Dadurch hat euch diese Königin des Bösen eine Lüge glauben lassen, die selbst mein alter Freund Zandalor für wahr hielt. Igernas Leben sei Damians Tod. Nein, Drachenritter. Igernas Leben sorgt für die Unbesiegbarkeit Damians. Das habe ich von meinem verfluchten Sohn persönlich erfahren. Die beiden haben sowohl aus der Halle der Seelen als auch von außerhalb dasselbe Ziel verfolgt. Igerna war als Erster erfolgreich. Ihr habt trotz aller Widrigkeiten für diesen Erfolg gesorgt. Trotz ihres Liebhabers, der nicht ahnen konnte, dass ihr Igernas Seele für ihre Wiederauferstehung und nicht für ihre Vernichtung suchtet. Und jetzt bleibt uns armen, verlorenen Schatten in den Fängen des Bösen nichts anderes übrig, als ihnen dabei zuzusehen, wie sie die Herrschaft über Rivelon an sich reißen und all das auslöschen, für dessen Schutz die Helden der Menschheit so viel Blut vergossen haben. Wir müssen dem Verdammten und seiner Königin dabei zusehen, wie sie durch die blutroten Flüsse des Krieges in Richtung ihres Triumphes marschieren. Aufzuwachen, meine schlafende Schönheit. Liebster, endlich. Ich habe unaufhörlich darum gekämpft, dich dem Tode zu entreißen. Und nun bist du hier, lebendig und frei, ohne meine Hilfe. Wie nur?
Ich habe einen Lakai ausgebildet. Das kleine Tier hat sich als ungemein treue Seele herausgestellt. Aber das erzähle ich dir später. Ist alles bereit? Oh ja, wir sind bereit. Komm, meine Liebe. Es ist an der Zeit, dass unsere Eroberung beginnt.